Damage machen wir von denen, die hier oben sind. Ich muss den nur umbenennen hier. Stamina Regen, dann wieder Damage. Aber wir müssen halt ein bisschen. Ich muss kurz umbenennen. Stam 11, damit ich Bescheid weiß. Einmal Stamina Reading und dann, wir müssen halt die hin und her kriegen. So. Small. Mach jetzt ungern auf, wenn nicht irgendein Viech oder so kommt und hier angreift, dass sich alle bewegen. Deswegen nutze ich das Schild noch kurz an. Das hier, das da, Female 2, Enter, Storm 11, zack, Male, Start Breeding. Krass, schon vorbei, der Cooldown. Schon vorbei der Cooldown. Ja, 18 Damage und 11 Stamina wäre das Beste, aber das können wir jetzt noch nicht. Können wir jetzt noch nicht erwarten. Erst mit dem nächsten. Vier. Acht. Das war das. Vier. 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 Ey, wir haben 22 Damage. Wow. 13 HP. 22 Damage und 11 Stamina. Okay, das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Lol. Das ist doch gigantisch. Schau mal an. Wie toll. HP ist zwar nicht so geil, weil wir haben höheres HP irgendwo anderen. 17. Sogar hochgebrockt. Deswegen machen eh alle. Zack. Ja, wir züchten das schon geil. Wir finden irgendwann einen besseren, aber bis dahin züchten wir uns einen geilen. So, ich gebe dir dann den hier. So, ganz normal. Dankeschön. Ey, wo bist du? Ich weg. So. Kriegst du den wieder? Ach, da bist du. So klein. So. Ja, sehr geil. Was machst du denn da mit der Hand? Wie geht denn das? Nur Schweinerei in den Kopf. Nur Schweinerei in den Kopf. Was drückst du denn da? Ach so, okay, mit dem Schild. Okay, das kann ich ja nicht. Mich stört das Schild, wenn ich es anhabe. Oder sieht man das nicht? Und das andere Schild ist die ganze Zeit vor deiner Fresse. So, okay, na gut. Ich stelle die Dinos auf. Und dann können wir uns. Bin ich ja für den Krieg bereit. Dann bin ich für den Krieg bereit. Achso, ich würde vielleicht noch mehr noch Rexe hinstellen. Zwei links, einen links, einen rechts und fertig. Hat er schon die Dinger fertig hier oder was? Achso, ist schon fertig. Wunderbar. Also die müssen wir noch. Wie geil. Die Farben, Alter. Ganz wilde Geschichte. Fertig. Gut.
Wie lang dauern die noch? Dann können wir die zumindest wegtun hier, weil die stören schon. Wenn die fertig sind, kann ich in die Giga-Zucht weitermachen. Die geht aber ruckzuck. Die geht ruckzuck. Okay. Jo. Wir machen aber heute, wenn er nur die Giga-Zucht, die anderen sind es egal. Vielleicht noch Rex. Denn die dauern halt. So. Also. Ich suche dir das nochmal raus und schicke dir nochmal rein. Für die, die am Server sind, damit ihr die auch runterladet. Das muss die sein. Das ist die hier. Ich muss die ja auch nochmal runterladen. Oder überhaupt runterladen. So, ich muss die Nummer zum Server hinzufügen. Admin, Komma einfügen, speichern. Admin, Komma einfügen, speichern. So, dann muss ich den Blödsinn mit der Nanny noch schnell suchen da. Also eine Minute ist safe oder was? Also 35 Sekunden. Ey, so schade, dass man Feeding und Imprint nicht verändern kann. Also extra. Also, the percentage of food value. Also, lassen wir das auf 20? Ja. Das ist bei S Plus, ne? Bei HG lassen wir es ganz normal. Bei HG lasse ich es ganz normal. Das hier, Superstructure Plus, Add. Ey, ich habe da so viele Zeilen drin. Alter, 35. Sekunden, 60. Enter. Und speichern. Sind schon mal 25 Sekunden mehr Zeit, mehr Entspannung für den Server. Je nachdem können wir es noch höher machen. Das hier 35, das hier 60. Zack, habe ich. Und speichern. Jo. Ihr müsst dann sagen, ich würde den Server dann runterfahren, wenn es für euch passt. Bringt euch in Sicherheit und so. Gebt dann einfach das Go. Und dann könnten wir das, können wir es installieren. Ladet die Mod runter, damit die nicht währenddessen runtergeladen werden muss. Workshop. Das hier. Und abonnieren. So, muss man halt natürlich arg beenden. So, so noch, ich glaube Luma ist noch drauf. Und noch Luma Go geben. Und dann passt das. Ach, du bist nicht mehr drauf? Ach so. Bei mir standen drei Leute. Ein stand, okay, jetzt stehen zwei, okay. Bist, hast du dich einfach geschlichen oder was? Hast du dich einfach geschlichen so heimlich? Einmal, zweimal. So. Das ist gar kein Gebreeder da, so eine Scheiße. Egal. Gar kein Gebüde, da kannst du dich vorstellen.
Der ist doch, soll ich den nochmal schicken oder was? Hier, das Ding meinst du? Hallo? Lass mich in das Giga reingucken. Hallo, bitteschön. Behavior, Passive Stance, neutral. Okay, wir müssen dann auf der anderen Seite noch einen anderen tun. Okay, gut. Gut, gut, gut. So. Da bin ich ja mal gespannt. Dauert doch nicht lange. Dauert doch nicht lange. Ich mache Lust Island Stopp. 0 Minuten. Das Ding macht ein Backup. Ich mache auf Sea Island Stopp. Das Ding macht ein Backup. Okay. Ist schon alles vorbereitet, ich muss nur runterfahren. Die Mod wird dann geladen vom Server und starten. Ich schaue mal, dass das vorher alles gemacht wird. So, die Welt wird gespeichert, ich werde gleich rausgeschmissen. Und dann, während der Server hochfährt, gehe ich dann schiffen. Ich muss mir kurz irgendwas schreiben, weil ich habe, also diese ganzen Mahnungen nerven einfach nur. Kannst du dir nicht vorstellen hier. Alles dreht sich immer nur ums verfickte Geld auf der Welt, Alter. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen, Leute. Alles ist nur Money, 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 Money. anders ekelhaft die Welt. Ja. Mhm. So. Kann ich nebenbei noch dieses Ding da machen mit dem Administration Upgrade oder die Mods. Ich muss mein Spiel sowieso beenden, damit er die Mod installiert. Hier bei Steam tut es das installieren. So, hier muss ich dann weitermachen. Hier. Continue. Hat er schon geladen oder was? Ja. Schau ich mal das Spiel schon wieder. Jo. Das ist weg, passt. Das ist auch weg. Wo ist denn mein Arc? Ach, im Hintergrund, okay. Ja, hat die Mod installiert, wunderbar. So, auf der Island ist sie schon drauf. Finished Upgrade Process. Dann auf Lost Island. Das hier. Started Mod Copy. Finished Upgrade Prozess. Zack, ich mach Speichern. Ich mach hier nochmal Speichern. Muss ich noch sonst noch irgendwas ändern? Ich glaube nicht, ne? So. So, Lost Island wird wieder gestartet. Zack.
The Island wird gestartet. Jo. Startet das halt, der ganze Mist. Da. Da. Ich schaue mir die Dinge an hier. So. Okay, gut. Startet alles. Ich gehe schnell pinkeln. Ist eh gleich da. Gönn mir jetzt mal einen Schneck. Ich gönn mir jetzt mal einen Schneck. So. Das kann ich hier wegbringen. So, okay. Boah, das war fast identisch hier von der Zeit, krass. Hier. Sind bald da. Sind bald da. Es zeigt gleich aufgetaucht. Obwohl es andere Zeit ist, weil ich 11 Sekunden später gestartet habe. I
Joa, Schnecke wäre auch geil hier. Wie hast du mich genannt? Schnecke? Oh la la. Oh la la. Na, du Schnecke? Ah ja. So. Hier. Nee, ganz normal, was man eigentlich da zum Essen mit isst. Ich gönne mir Moni. Meinai Moitaraila Light. Mhm. Geil, oder? Meinai Moitaraila Light. Nacktschnecke, dankeschön. So schöne Kosenamen heute. Luba nennt mich Schnecke, nennt mich Nacktschnecke. Kuss. Beste. Ich sehe schon, wir verstehen das. Deswegen sind wir auf dem gleichen Server alle. Ein Schneck gönne ich mir. Ich habe gesagt, ich gönne mir einen Schneck. Na klar, Schneck. Genau. Na, verrückt hier. Alle wahnsinnig. Mhm. Alle wahnsinnig. Wenn du willst, dich salzen, ist es schon okay. Achso, das ist die scheiß Versicherung für meine Brille. Ach du Kacke. Durch das Headset vom Handy hört sich das an wie Schneck und nicht Snack. Schneck, Neck. Hä? Also willst du jetzt sagen, ich habe Sprachfehler oder was? Also. So. Frech. Die ganze diese scheiß Werbung hier sehen. Hier. Was zum Fick? Das ist doch nicht neu. Barzilein. Reiber Barzi, beste. Mundkrankheit hast du sowieso. Das ist normal. Wir sind hier auf Twitch, wir müssen kein Deutsch können. Müssen uns irgendwie nur verständigen mit Füßen, Händen etc. Mhm. Mit Füßen, Händen, Boobs und so weiter kann man sich verständigen. Da braucht man nichts. Also ich meine, ne? Zungen. Ja. So ist das. Ja, mein Headset anstecken hier. Pups, na klar. Ja. Iborger Oberster. Das meine ich mit Bart Oberster. So, irgendeiner ist online. Ich glaube, das ist der. Sea Island ist erster. Ist das Sea Island? Ja, Sea Island ist erster. Mhm. Ja. 517 Sekunden gedauert. Ist der lange Start jetzt gewesen. Wegen der neuen Mod, schätze ich mal. Ist eh ganz gut, wenn man noch eine Sekunde wartet. Die spawnen alle jetzt neu, die bösen Dinos. So. Ich werde mal kurz mein Armband anlegen und meine Uhr, glaube ich. Na, mach ich nachher. Mach du nachher die Uhr laden. Ich habe gerade das Headset geladen. Ja, ist halt jetzt so ein Schneck nebenbei. Salat werfen oder so neben zum Wurstbrot essen. Ist es auch ganz gut. Aber ich dachte, ich zocke jetzt und esse nebenbei so ein Schneck. Schmeckt ja nach nichts, hat ja gar keinen Geschmack, deswegen habe ich Salz, schmeckt nur nach Salz.
Also nebenbei, als statt Chips ist es ja gesünder. Okay. Ist auch da. Na, überhaupt nicht. Wir sagen genau das Gegenteil. Aber Gegensätze ziehen sich ja an. Wer weiß, wer weiß. Wie viel Prozent hatten die Uhren nur noch? Ach, 12% geht noch. Dann kann ich dann heute mein Armband dran tun, während die Uhr lädt und dann habt ihr trotzdem den Puls. Genau. Und deswegen sagen wir die identischen Personen. Weil wir das gleiche essen. Da hast recht. So bleibt mehr für mich. Oh, Hähnchen gigantisch. Hähnchen beste. Der Mick ist schon drauf hier. Hähnchen Main. Hähnchen Main. Esse ich auch am meisten. Hast du deine Lieferung schon bekommen? Also Hähnchen esse ich eigentlich am meisten von allen. Rind, Hackfleisch und Hähnchen. Ich hab ja mein Hähnchenbrustfiletwurst, war das doch heute. Was ich immer esse. Ich esse immer die gleiche. Vom EDK ist die Hähnchenbrustfilet mit Tilsiter Käse und Brot. Und Ketchup war heute noch. Ich habe heute Brot, Letter, Hähnchenbrustfilet, Ketchup drauf, Käse, zwei Scheiben nebeneinander und 1,30 in die Mikrowelle und das war gigantisch. Habe ich so eine kleine Pizza. Und dann mit Mix-Dinger gegessen, da Mix-Pickles da. So. Jetzt dauert es ja noch länger da rein mit der großen Mod. Achso, okay. Was? Im Urlaub im Arbeitskollegen telefonieren? Boah, das würde ich gar nicht. Also da würde ich einfach den linken Kollegen gar nicht kennen im Urlaub. Einfach slash Igno. Urlaub, Arbeitskollegen, slash Igno. Wer bist du? Was willst du von mir? Bist du schon drin, Miku? Ich platte in der Ewigkeit, hä? Kann ich dir nicht vorstellen. Ah ja, okay. So, rechtzeitig. Fertig. Action. Muss mir noch einen Drachen nehmen hier. Bitteschön. Ja, geht doch. Hucki zucki. So. Alles gut. Habe ich Drachen in der Tasche? Nee. Achso, die kleinen Drachen habe ich noch da. Mich schon erschreckt, dass die weg sind, Leute. Ja. So. Welche von denen hat denn den Sattel noch? Der da. Der hat 2 Leben und 3 Damage. Bin ja richtig Drache Main.
Herr Gerg, Sie werden gerufen. Ja, bitte, Luma. 25,3. Ist das Breed 67? Katastrophe ist das. 6. 6, 18. 2, 3. 25, 3. 25, 3. 25, 3. Ist so ein Scheiß, Alter. Ich hab nur gesehen, gegen 19 Uhr. Hast du mir irgendwas geschickt oder so? Hast du doch irgendwas gegen 19 Uhr geschrieben? 6, 18. 25. Ach so, ja. Ich hab nicht geglaubt, ich hab nur den Text gelesen. Es klang ja alles ultra heftig. Stimmt, ich weiß, ich weiß. Ich glaube, ich nehme 6, 18. 2, 3. 25, 3, 25, 3. Also 6, 18 oder was? Ja, heftig lecker. Also, sehr geil. Scheiß Ichis müsste weg. Also, als Kompliment gesehen hier. Sehr geil. Herr damit, ich will auch, nach dem Motto. Deswegen heftig. Wie ist der? Kostüm und zwei Fliegerdings. Ich weiß da gar nicht, wo du bist. Die Waffenhörnchen sind cool. Das ist so ein Mini-Ding, was bei uns als Kiddies immer daheim gab. Dann ist es eine wunderschöne Erinnerung. Highlands sind immer Mewings, ja. Daher habe ich auch meinen Mewing aus den Highlands. Jo. Ja, Ziegenpeter, was geht? Moin, na? So. Was killen wir jetzt hier? 5, 7. Was haben wir jetzt hier bei dem? Also ich muss erstmal mein Spyglass essen. Spyglass essen. Die Brille absetzen, Brille aufsetzen. Da sind ganz viele, auch da in der Nähe des Wassers. Da ist so ein kleiner Fluss, da sind ganz viele. Einer der wenigen, ja. Und ich esse absolut gerne Schokominz-Eis. I love it. Und Frühlingsrollen geht immer. Aber Gemüse-Frühlingsrollen, oder? Beste. Schokominz, ich weiß nicht, Minz ist ja, Minze erinnert mich irgendwie an Kaugummi. Damage. Ach, ist wie After Eight. Oh, After Eight ist geil. After Eight ist nice. Sei mal froh, dass der Ziegenpeter nicht aus Bayern ist. Wäre schlimm, sowas. Bayern ist wild. Also ich habe After Eight als Kind mehr gegessen oder in der Schule oder ich weiß gar nicht mehr. Ist schon ewig her. Zwischendurch mal bestimmt mal was geholt, aber so lang nicht mehr. Ich finde ja, erstmal haben wir ja glaube ich schon mal die Tage drüber gesprochen. Keine Ahnung, ob du schon da warst. Ostereier, die Schokolade finde ich gigantisch. Nicht die Ostereier, die Kinder. Wie heißt das? Kinderüberraschung. Kinderüberraschung, die Ostereier. Die ist halt geil.
dann finde ich auch geil Ferrero Küsschen, Ferrero Rocher. Die sind auch lecker. Muss kurz warten, bis der Ding hier geheilt ist. Da guck mal. Boah, also geile Flügel, wa? Gigantisch, die Flügel. Hast du schon was gesehen, was Neues? Es kann ja auch sein, dass es auf der Map nicht geht noch. Nee, kann, ja. Kann, es gibt ja... Ja, haben wir ja schon... Stimmt, es gibt ja für diese Map noch kein Dev-Kit. Ja, XSL-Dossier habe ich nicht gesehen ins Video, aber klingt halt super geil. Tja, da müssen wir rüber, Miko, was meinst du? XXL-Dossier, ist das eine Werbung oder was? Das, ist man einfach Hunger gemacht, machst du mir hier? Frech sowas? Das, diese komischen Dinge haben mich eh gerade hungrig gemacht. Ach du Kacke, what? Boah, Alter. Vor 4 Jahren? Ja, das ist ja... Das ist ja anders wild. Hallo, liebe Hungrige. Gib mir eine Riesenkugel, muss ich dabei denken. Man könnte aber außerdem noch Schüsseln oder Halb... Alter. ...wird nochmal für... Ja, also ich muss ja ehrlich sagen, das ist schon wild, aber ich... Zum Gewinnspiel. Ausgelost werden. Also so 100 kleine, glaube ich, sind dann doch interessanter. Weil du isst ja da immer nur so einen gewissen Teil. Das Geile an den Rocher ist halt alles zusammen. Das ist ja... Keine Ahnung. Halber Baseball oder so. Nicht, Bowlingkugel meine ich. Das ist Ultra, das ist Ultra. Okay. Krass. Sie machen hier Sachen. Also das heißt, du backst mir jetzt sowas und schickst es mir. Einmal im Monat als Servermiete. Ist doch okay, oder? Beste. Hat das auch 500? So. Ich gehe mal rüber. So, oh, scheiße, ich hab wieder Element. Scheiße, Luma, komm, ich muss weg. Schnell ins Serverwechsel. Tschüss. In der Bäche war nur das Beste drin. Leider kein Rocher. Ich kenne eigentlich gar nicht solche Kuchensachen. Ich esse eigentlich kein Kuchen oder kein Torte und sowas. Obwohl das alles immer gut klingt. Red Velvet Cake. Ah, sogar von Sally. Das sieht ja cool aus. Das nehme ich dann noch dazu. Dankeschön. Das nehme ich noch direkt dazu. Zum Rocher. Einfach als Nachspeise. Das ist nett. Danke. Ehre.
Nur klar. Ich hab Kibbel dabei. Sea Island. Und kannst hier Hammel haben. Wir müssen ja genug Hammel haben hier. Du, lass uns zusammenarbeiten, Miko. Kein Problem. Was wir nochmal hin und her. Wir müssen eigentlich Hammel haben. Ich habe genug. Mal gucken. Also ich habe außerdem 18 Kibbel dabei. Das reicht, so ein Drache braucht 2. Und diese 9 Tiere müssen eh anders gezähmt werden. Da müssen wir erstmal herausfinden, wie. Mein Wurf ist erstmal ein Eis, mein Frühstück von gestern, die Tortellini, die KFC-Box von... Boah, die KFC-Box von gestern. Hey, nur am Fressen, der Wahnsinn. Einfach Luxus. Du gönnst dir ja so richtig. Siege habe ich auch dabei, 500%. Ja, na klar. Na klar, lecker Schmecker. Also ich hab nicht so viel Freude im Leben durch meine ganze Scheiße, die ich habe. Aber irgendwie Essen ist, macht mich dann in der Zeit, wo ich esse, wenn es gut schmeckt, doch ganz kurz schüttet mein Körper ein paar Glücksgefühle aus. Ja. Weil Essen ist gut. Ist lecker. Natürlich auch ungesund, aber ich glaube, je ungesund, desto besser schmeckt das. Mhm. Ist so nicht so geil, weil wenig bewegen bei mir, aber wenn ich mich wieder normal bewegen kann, ist das alles so wieder ganz normal. Zum Beispiel, die Kombination wäre natürlich gigantisch, die Ronja, aber ich weiß nicht. Ja, beim Knatter natürlich auch, aber bei mir ist da nichts. Schon mal, 104 Tage, 24/7 live, wann will ich denn das machen? Wann will ich denn das machen? Und die 104 Tage davor war auch nichts, also... Schau mal, ich habe 839 Hammerfleisch dabei, kann ich da genug geben hier. Schau mal. So, hier. Nope. Dachgeschoss. Immer besonders geil im Sommer. Und die Treppen sind Endgegner. Treppen sind Endgegner. Was ist denn das hier? Jetzt wird's aber persönlich. Jetzt wird aber... Also so lange kennen wir es jetzt noch nicht. Jetzt wird's aber persönlicher. Mhm. Mach doch mal Ausrufezeichen und Ready Check, dann sage ich dir, bei welcher Zahl ich dir das dann sage. Gibt's irgendwas Neues? Mammutsattel. Terrorbird, Sarko. Ich habe halt gar keine Ahnung, wie diese neuen Viecher heißen. Ich hätte nicht einmal Ahnung, wie die alten Tiere heißen. Ist das was Neues? Xipatinkus? Was für ein Ding ist das? Ich wohne auch ganz oben im Dachgeschoss, aber hab ne Klima hier. Also brauchst du ja auch bei dem ganzen Essen vom Bofrost, sonst wird es ja warm. Mhm. Ach, der Fisch, okay, ich habe mich da gar nicht informiert. Das scheint auch neu zu sein, oder? Oder Equipper Roll Rat, nee, Ratte gibst du. This, to ride with this provides protection to passenger while rolling. Nee, das ist aus Aberration. Castiopeis, Snow Owl, Argentavis, Bronto, Plesiosaurus, Kakinos, Torpedo. Boah, den will ich mal haben hier. Wir müssen auch mal nach Crystal Isle hier. So wie damals, ja. Small Dragon Passenger, One Passenger, Magma, Allosaurus, Teni,
Rock Golem, Archosaurus Kämmer. Ist, glaube ich, auch. Warte, wir müssen mal schauen hier. Hier. Es ist genau. Deichenos, Archelon, Sipatinkus, Brachio. Ne, Brachiosaurus. Okay, das ist dann. Habe ich gerade gesagt. Hier, der ist auch neu. Spino, Megalania. Ey, ich muss mir diesen Namen mal hier aufschreiben, Alter. Das ist ja Katastrophe. Also, ich tue mir die mal als Textfile daneben. Ich habe keinen Bock auf hin und her tabben. Ist so. Und wie viele Stockwerke, Luma? Quetzalcoatl, Arco, Deichot, Xipatikus, Quest, Mosasaurus, Juti, Basilisk, Tuso. Ich glaube, das EG zählt eh nicht, ne? Soweit ich weiß. Man ist ja im. EG zählt, glaube ich, eh nicht. Okay. Hier ist irgendwas mit 120 dazu. Oder ich weiß nicht, ich kenne dich gar nicht. Okay, na dann gucke ich doch mal. Mein Drache, gehe ich da raus? Mal gucken, was mich hier erwartet in der neuen Welt. Was mich hier erwartet, bin ja gespannt. Hier, zack. Ja, ja, ist ja gut. Oh, ist ja gut. Ruhig, 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 Roter. Ruhig, Roter. Ganz ruhig. Wir machen das. Wir gehen jetzt auf Erkundungstour. Die Mod ist drauf. Du kannst dich freuen. Wir schauen gleich, was wir skillen müssen. Wir müssen jedes Mal die Brille absetzen. Zack. Wieder hin. Wir müssen unser Fernglas essen. So. Wir müssen noch das Speed-Teil dahin tun und let's go. Na dann. Ohne EG3, okay. Ja, der Rex steht da. Der Rex steht da unten. Dann müsste in der Nähe von deiner Base sogar sein oder so. Ja, genau. Der überwacht da alles. Genau wie der Argentavis. Drei, okay. Das geht ja noch. Das geht ja noch. Brachiosaurus. Das Ding da, oder was? Ist neu? Okay, ist der Agro? Veggies. Ist bei mir auch nicht viel mehr, das ist bei mir auch. Hier, Luma. Also der ist ein Bärenfresser, der scheint nicht zu machen. Aber das scheint man ganz normal zählen zu können, oder? Was für Level ist denn der überhaupt? 20, was soll ich mit dem? Was macht der? Und jetzt? Boah, der ist halt... Was mit dem jetzt? Was macht der? Ja gut, der ist auch sehr low. Man muss sagen dazu, der ist auch sehr low. Wow. Wieso hat der wieder volles Leben?
Okay, der Bronto, der tut mit dem Schwanz ja wedeln. Der tut mit dem... Alter, was der für Damage macht hier dann? Wieso ist ein 18er Drache... Der hat nur 18er Damage, der ist so stark. Wie viel beißt der? 305. Ach so, der ist ja noch breeded. Okay. Hey, wie viel gibt der denn? Okay, das ist okay, der ist ja interessant, das ist noch einer. 35. Gibt's überhaupt noch die Brontos hier? Ja, okay. Also ich glaube, sie Island ist immer in der besten Map, um sowas zu testen. Alter Miko, wie stark der Drache ist jetzt gebreedet so. Boah. Ey, das hätte ich nicht gedacht. Und das ist noch ein ganz schwacher. Stego. Ich überlege gerade, was ich skillen soll. Ich habe noch ein paar Punkte. Zweimal auf das noch. Auf 3000 Ding und dann ist erstmal Damage. Schauen wir mal. Und Damage reicht eigentlich soweit. Da ist ein Alpha-Kano. Vielleicht gönne ich meinem Chibi, ich muss nur kurz Stamina regen. Geht es bei dir noch höher, Luma, oder ist 3 Ende? Also ich hab... Bei mir ist kein Aufzug, bei Ihnen? Ja, ich bin vorhin mit dem anderen Drachen fast gestorben. Also im Alpha Raptor 145. Chibi gelevelt? Nee, doch nicht. Verdammt. Aber eher. Echt? Muss ich mal anschauen. Ich komme mal hingeflogen. Der ist so gut, ruhig, Brauner. Achso, wenn du jetzt was schreibst, Luma, wir sind nicht auf dem Server, wo du bist. Musst du mal im Chat schreiben. Falls du was geschrieben hast wegen dem Stockwerk. Weißt du nicht, du bist glaube ich drüben noch, bist drüben drauf. Wir sind kurz auf die andere Map gereist, wegen den neuen Tieren. Ich habe einen Chat geantwortet. Nochmal. Moin. Ah ja, okay, das ist ein kleines gemütliches Häuschen. Wie jetzt? Was ist das? Was braucht der denn? Warte, komm mal kurz. Hey, komm her. Verdammt.
sieht aber cool aus, der Fisch. Der war aber schnell wieder weg, du. Hat er mich gesehen? Ich hätte meine Pferde nur bringen sollen, mein einziger Fisch. Ich habe immer noch keinen guten Fisch. Müssen wir irgendwann so eine Tour machen unter Wasser. Aber so komplett ohne nichts ist auch doof. Nee. Ja, aber 3 ist ja okay. Das ist dann nicht so hoch und dann bei 3 braucht man keinen Aufzug. Das passt ja. Ja, jetzt ist auch ziemlich doof hier in der Nacht. Beste Zeit, um die Insel zu erkunden. Beste Zeit, um die Insel zu erkunden. Hier habe ich ja auf 3. Aber unter Wasser ist doch wild. Hey, der Dingschaden ist heftig von dem, ne? Der Feuerschaden. Ah, ich hab mir so ein... Ich muss nachher nochmal zurück. Ich hab mir so ein Ding nicht geholt. So ein Loot-Glück-Teil da. Ein Loot-Push-Ding. Ja, aber das ist halt schon... Also, Alter, wie ist denn der? Ich hab noch nie so einen ausgewachsenen Drachen gebildet. Also, um den Boss zu beschwören, müssen wir 50 Mal so ein Rex-ähnliches Viech töten. Oder was? Was hat Taiwan vorher gesagt? 50 Mal? Wird zwar ein paar Tage dauern, aber ist ja egal. Passt doch. So nicht schlimm. Ach, hast du es auch gelesen, okay? Oder hast du dir die Mod durchgelesen? Ich hab ja nichts durchgelesen. Okay, das ist wild mit dem Ding. Nimm einfach Hammelfleisch, ist die Antwort. Bin ja gespannt deine Frage, sonst erkläre ich dir genau, was Kibbel ist oder warum oder wie es das gibt. Also Kibbel wird normalerweise zusammengestellt aus Eiern anderer Tiere. Du tust Eier von anderen Tieren holen. Du nimmst ein bisschen Gemüse dazu, was weiß ich, Karotten, Mais und sowas. Und dann kannst du das daraus Kibbel basteln. Das ist das normale Arc. Aber, also du brauchst bestimmte Eier. Also ich habe einmal Kibbel schon hergestellt. Ein Ei, 5 Bären, Gerät, Fleisch und Fasern. Genau. Aber du brauchst bestimmte Eier von bestimmten Tieren, um Kibbel herstellen zu können. Es gibt ja da verschiedene Arten von Kibbeln.